Es gab einmal, es gab nicht, aber ein Rabbiner hatte gehabt in einer Gemeinde viele, viele tolle Schüler. Und er hat mit diesen Schülern begonnen von Aleph Bet. Am Anfang Aleph Bet, nachher langsam, langsam zu lesen, nachher langsam, langsam Mishnah. Und nach der Mishnah sagt er so, ab jetzt, meine Lieben, wir beginnen gemeinsam Talmud zu lernen. Gemara. Wow, alle haben sich gefreut, mit dem Kvod Rab Gemara zu lernen. Shtabach Shemolad. Und haben begonnen, jeden Abend von 20 bis 21 Uhr, eine Stunde, nicht einmal in der Woche. Jeden Abend. Shur Gemara. Lernen, alle kommen tüchtig. Und am Anfang, das war schwer. Und normalerweise, Masechet Brachot, kann man lernen in ein paar Monaten, die haben gebraucht dafür ein paar Jahre. Weil jedes Mal nach jedem Wort, was heißt das, wie heißt das, Rashi, Tosfot und langsam, 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 kurz gesagt, nach einigen Jahren, die ganze Gruppe mit dem Rabbiner waren schon beim Ende, das Beenden vom Traktat Brachot. Wow, das war sowas. Sagen jetzt die Schüler, Quadrav, sowas darf nicht einfach so vorbeilaufen. Das muss gefeiert werden. So ein Siyuma Sechet, wir müssen eine große Feier machen und Bezrat Hashem, aber ein ordentlicher, ein Tisch, 5-Gänge-Menü und mit den Stockwerken dort mit dem Essen und einen ordentlichen Tisch mit ordentlichem Essen, weil das muss gefeiert werden. Doch kein Problem, der Rabbiner bei sich zu Hause, er ladet alle seine Schüler ein, macht einen ordentlichen Tisch auf, beginnen zu essen, zu trinken und ein Schüler vom Rav kommt zum Rav in seine Tasche und sagt, Quoder Rav, ich habe für Sie, für diesen Anlass, ein wunderbares Geschenk. Nimmt eine 3-Liter Flasche raus mit einem guten Whisky, sagt Quoder Rav, dieser Whisky, das ist 96 Jahre alt, nicht 96 Jahre alter Whisky, das ist etwas, ich habe das für einen speziellen Anlass, ich wollte bei der Hochzeit von meinen Enkelkindern. So eine Flasche, kleine Flasche, kostet ein paar Tausender. Aber jetzt, ich will diese Flasche hier öffnen. Der Rab kennt sich damit, öffnen. Und die essen, der Schüler schenkt ihm ein, Quod Rab, Lachaim. Lachaim. Der Rab trinkt, wow, das ist scharf. essen weiter, noch ein Lachaim. Noch ein Lachaim, langsam, langsam, der Rab beginnt schon zu lächeln. Und langsam, langsam, seine Wangen werden rosa, rot. Und Lachaim, 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 Lachaim. Kurz gesagt, ein Lachaim nach dem anderen. Und jetzt schon, der Rav selber schenkt sich ein. Dabei, und wir beginnen zu trinken. Eins nach dem anderen. Bis am Ende, der Rav wacht auf, unter dem Tisch, mit einem zerrissenen Hemd. Sein Hut war geschmissen bei der anderen Seite, seine Kippa dort und Tziziot, alles schmutzig. Was ist das? Hangout, ja? Hangover. Hangover. Was war? Wo war ich? Wie? Was? Wo? Seine Frau kommt zu ihm. Oi, oi, oi. Oi, wei. Was du gemacht hast. Was du eingestellt hast. Gewalt. Was war? Du hast begonnen zu trinken. Du hast begonnen nachher zu schreien und zu singen. Wow, 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 ai, 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 ai. Und nachher plötzlich, du bist auf dem Tisch draufgestiegen und hast deinen Hut nach links geworfen, Kippa nach rechts und nachher plötzlich, wow, hast dein Hemd zerrissen. Kurz gesagt, du hast so viel Blödsinn gemacht, in das geschmissen, dort. Und das Schlimmste, es war jemand, der nicht ein Schüler ist, er war dort anwesend. Und er hat das Ganze auf Facebook gepostet. Oh, Ibi, oi wei, oi wei. Der Rav, ja, was soll ich jetzt machen? Er kann jetzt nicht raus, er geht nicht von zu Hause raus. Ein paar Tage, Woche, zwei Wochen, aber irgendwann mal, er muss rausgehen. Er geht in Schäfer was einkaufen und er sieht alle flüstern, der Rav, der Rav. Er geht sofort, lauft sofort nach Hause, kann nicht raus. Er kann nicht vom Fenster rausschauen. Alle zeigen auf ihn, das ist der Rav, der besoffene Rabbiner. Der besoffene Rabbiner. Tov, kann man nichts machen. Er packt seine Sachen und sagt, ich fahre weg. Ich kann hier nicht weiterleben.
packt seine Sachen, sagt, ich werde in Salzburg leben. Andere Stadt, andere Masal. Ich fahre dorthin. In Salzburg in Facebook oder schon mal? Ja, Facebook wäre noch gut. Er kommt, Salzburg mit dem Zug kommt er an, steigt aus und im Bahnhof ein großer Plakat. Der besoffene Rabbiner, pass auf, Alkohol ist gefährlich. Jo. Auch in Salzburg, was macht man jetzt? Okay, ich muss Österreich verlassen. Er sagt, ich fahre nach Amerika. Nach Amerika, das wird sicher nicht gekommen sein. Fahrt nach Amerika, geht, niemand kennt ihn. Er geht und plötzlich ist er, die Leute schauen auf ihm schief, schauen. Top, er geht in Manhattan spazieren und nachher dort bleibt bei diesem Wolkenkratzer plötzlich, er sieht ein Video von ihm, wie er beginnt, wow, und dann, Alkohol kann gefährlich sein, passt auf eure Kinder auf. Yo. Er fährt nachher nach Singapur, nach überall und überall, wo er fährt, er sieht plötzlich am Flughafen Bücher, schaut, wie gefährlich Alkohol ist und Broschüren und kurz gesagt, der Rabbiner ist im Eimer. Wie kann er weiterleben? Eugewand. Sprüche der Väter, was sagt uns? Ein Roa, das Auge sieht. Veozen shomad und das Ohr hört alles, was du sagst. All deine Taten werden aufgeschrieben in das ewige Buch. Noach, er würde alles bezahlen jetzt, alles hergeben, damit man diesen einen Abschnitt von der Tora weglöscht. Überall, wo man geht, in jede Synagoge zu Parashat Noach, überall liest man, wie Noach besoffen wurde. Wie Noach, das, was passiert ist danach. Wie Noach Isha Adama, der Erdmensch geworden ist. Eugewalt. Er kann sich nirgends verstecken. Die Tat war und die Tat wird verewigt für ewig. Auch bei uns. Jede Tat, die wir machen, ob du willst oder nicht, sie wird verewigt.